Hallöchen Leute und willkommen zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Bevor das Video losgeht, kurzer Reminder. Hierbei handelt es sich um eine Streamaufzeichnung. Also wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, schaut gerne auf Twitter oder Twitch vorbei für den Streamplan. Und nun, viel Spaß mit dem Video. So. Haben wir die Lücke auch jetzt geschlossen. Ich meine, wenn wir schon hier sind, kann ich es hier auch schon machen, ne? Aber ne, wir machen jetzt, wir gehen jetzt wieder hoch. Wir haben genug hier unten verbracht. Die Frage ist, wo gehen wir denn als nächstes hin? Oder wir hier lang gehen. Und dann mit dem Uhrzeigersinn quasi die ganzen Gebiete absuchen. Ich muss sagen, der Untergrund war heute doch schon halbwegs erfolgreich. Gut. Wenn man jetzt die ganzen Kristalle Dinger, die wir nun bekommen haben, wenn man die ein bisschen ignoriert. Aber ansonsten lief es doch eigentlich ganz gut. Eigentlich wäre es smarter, erstmal den Turm ausfindig zu machen in dem Gebiet. Weil ohne Turm weißt du überhaupt nicht, wo du hin sollst. Und wo ich gerade den Krog sehe, mache ich mal wieder die Krogmaske auf. Weil, ja. Es könnte sonst ein bisschen nervig werden. Ich weiß aber auch nicht, was ich hier für eine Rüstung anziehen soll. Am besten. Ach komm, weißt du was? Wenn wir es haben, dann laufen wir jetzt hier als Dark Link mit Krogmaske rum. Schon Tag. Habe ich eigentlich von euch ein Foto mal gemacht? Ja. So. Her mit dem Zeug. So, jetzt versuchen wir, ob ich hier irgendwo ein Plateau habe, wo ich mal runter oder hochschauen kann. Um zu wissen, wo eigentlich der Turm ist. Ne, das ist ein Schrein, ein Stall. Wo ist denn hier der Turm? Den sehe ich ja überhaupt nicht. Der muss ja meilenweit weg sein. So, wo willst du hin? Vielleicht kann man dir helfen. Aha, von wo wir gerade kommen, ja? Okay. Tun wir ihm mal den Gefallen, ansonsten staut sich hier der Shit komplett an. Ansonsten sind wir irgendwann nur noch an den Thundercrocs beliefern. Macht's mir aber nicht einfach, ey. Der ist ja hier. Hier, kannst du mal halten. Deinen komischen Kumpel. So. Fahren wir mit dem Hoverboard einfach so weit, wie wir kommen. Beziehungsweise halt wieder zurück, wo wir gerade waren.
Und in der Zeit müssen wir mal gucken, wo wir eigentlich den... Man könnte natürlich auch... Hier einfach mal reinspringen. Höhle am Totenkopfteich. Sicher, dass das eine Höhle ist? Hab das Gefühl, ich bin gleich wieder am Abgrund. Ach nee. Okay. Guck mal, was das Spiel für uns bereithält. Au. So. Mehr Erze. So, hallo Jungs. Besiegt. Haben wir eine Donnerblume mit? Da haben wir ja eh akuten Mangel. Jetzt bin ich traurig mit den Donnerblumen. So, Jonobo. Mach mal fertig hier. Werd mal schneller. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier wahrscheinlich auch wieder ein Stahlknox ist. Ja, da läuft er schon. Den lassen wir mal kurz, damit wir hier das nötige Erz abbauen können. Kann ich eigentlich... Weil das verstärkt da, glaube ich, ihn auch. Herzhaft. Muss doch verfein. Habe ich irgendwas Cooles ja hier? Au. Oh, ich war gierig. Ich wollte gierig sein. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er mir so viel Damage macht. Aua. Das hat jetzt schon ein bisschen wehgetan. Frechheit. Absolute Frechheit. Ach, die müssen wir auch noch alle machen. Ja. Schön. Aber ich glaube, dass der Turm wirklich Katastrophe wird zu erkunden. Also diese, ne? Diese Säule. Die wir gerade runtergesprungen sind. Hoch. So. Wo ist er? Ich hab dich vorhin gehört. Chillig. Ich habe eindeutig viel zu wenig Pfeile. Soll ich was gegen diese akute Pfeilnot machen? Ah, dann komm her.
Oh. Ich treffe nichts. Das ist ja grauenvoll. Vielleicht dieser blöde Typ von mir hier. Eine absolute Nervbazille. Schlechten Aim. Müssen wir uns wirklich irgendwann wieder Pfeile organisieren. Weil die Pfeilnot, das ist ja grauenvoll. Kannst du gar nichts mehr machen. Warum haben wir denn hier für einen Schatz? Mit was beschert uns Ramda? Mit der grimmigen Gottheitmütze. Mütze eines Helden aus einer Welt, die von einem herabstürzenden Mond bedroht wurde. Sie sieht etwas gruselig aus, erfüllt den Träger aber mit einem göttlicher Kraft. Okay. Kriegt Schaden. Na, da haben wir schon mal unseren Kopfschmuck. Unseren Schadenskopfschmuck. So, mehr, ich würde sagen, mehr gibt es ja auch tatsächlich gar nicht. Nur wie komme ich jetzt am besten hier wieder raus? Oh, ich sehe schon. Über das... Über dem hier. Dann landen wir wahrscheinlich irgendwo unten. Oh, mach ich nochmal einen Holzpfeil. Haben wir ja wieder bitter nötig. Traurigerweise. Dann nehmen wir doch einfach hier nochmal den Schrein mit. Aber ohne Karte ist das schon, weiß ich nicht, sehr schwierig. Ich meine, damit haben wir es auch nicht komplett erkundet, aber zumindest haben wir den perfekten Schlag. Oh nein, nicht der schon wieder. Nicht über sowas. Oder mit der richtigen Schlagkraft ankommen muss. So. Okay, golfen wir jetzt? Ist Hole in One? Verdammt. So, Mama, bräuchte ich mal wieder hier. Oh, ja, das war... wenig Schmackes. Da brauchen wir mehr von. Sag mal. So vielleicht? Nö. Ich glaube, der erste Schlag war schon eigentlich ziemlich cool.
Sind wir zumindest wieder drüben und der hat nicht so viel Schwung. Ja, das sieht. Ich sag mal. Kann er so ein bisschen anfälschen, ne? So in die Richtung vielleicht. Na, ob der sein Ziel erreichen würde? Ah, never mind. Der erreicht ja gar nichts. Oh, vielleicht. Warte mal. Noch rollt er ja. Ah, vielleicht jetzt. Ja, sieht gut aus. Nice. So, damit hätten wir den. Was haben wir hier auf der Seite? Ah, na klar, sicher. Wenn es weiter nichts ist, ne? Okay. Wir brauchen ordentlich Schwung. Oh, sieht doch gut aus, oder? Shit. Schön wär's gewesen. Oh, der war schlecht. Der war angefälscht. Dass das überhaupt geht. Oh, schön. Wow. Wie habe ich das denn vorhin geschafft? Ach so, nach hinten ist auch noch. Oh mein Gott. Das war so ortsfrech. Selbst nach hinten auch noch. Nice. Oh. Wie? Oh mein Gott. Okay, jetzt. Jetzt hat man den richtigen Schwung. Mensch, wieder ein Großschwert. Ich glaube, damit haben wir wirklich auch gefühlt 300 von. Wir können auch mittlerweile einfach mal kleine Sonanium-Schwerter sein. Weil mit denen würde ich deutlich mehr anfangen wollen. Die Möglichkeit zu haben, ein Schild zu haben, ist deutlich besser. Und nicht mit beiden Händen auf, weiß nicht, gestörte Silberbockblins zu schlagen, die einen komplett hops nehmen. Aber, naja. Das ist dann wohl so. Da muss man mit leben. Womit ich jetzt nicht so gerne lebe, ist die Tatsache, dass ich nicht weiß, wo der Turm ist. Weil ich sehe ihn halt auch von der Ferne nicht. Deswegen bin ich halt so verwirrt. Aber ich glaube, es war keine dumme Idee, das war
erstmal die Höhle gemacht haben, weil da hochkommen wäre, glaube ich, ein absoluter Albtraum geworden. Also da hast du scheinbar hier auch Möglichkeiten, was zu bauen. Okay. Hm. Das dachte ich mir irgendwie, dass der potenziell da oben ist. Oder ist hier ein Krogkreis? Ja. Egal, was da ist. Wir brauchen erstmal wieder unser Klettergewand. Sonst brauchen wir da 5 Jahre für. Also ich gehe jetzt mal von aus, dass da oben vielleicht einer ist. Ah, Tatsache. Sehr schön. Hat mein Verstand mir doch keinen Streich gespielt. Will auch triggern. Danke. Ja, da wären wir quasi runtergefallen und dann wäre dort höchstwahrscheinlich die Höhle gewesen, die wir erkundet haben. Ist jetzt auf den Weißer. Oh mein Gott. Nee, Leute, ich habe auf euch kein Interesse. Das sieht mir schon alles zu krass aus mit euch. Okay, einfacher Flederbeißer einfach hier. Auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, mit dem Erkunden könnte es ein bisschen schwieriger werden. Weil. Hä? Ist nicht noch eine Etage höher? Achso. Die ist noch ein ganzes Stück weiter hoch. Oh nein. Gut, ich glaube, das schaffen wir nicht. Da werden wir gleich abstürzen. Gut, ich hätte mal. Ja, gut. Wenn ich hier schon mehr runterfalle, dann kann ich auch schnell mal hier kurz rumgucken. Wollte mich in der Ecke nochmal schauen. Vielleicht ist da nochmal wieder ein Krok oder irgendwie sowas. Irgendwas, das sich versteckt. Und ich sehe auch, dass wir da oben, hier hinten, besser hochkommen. Dann machen wir das doch einfach. Ich muss mir echt fürs nächste Mal wieder Sportmedizin machen. Wir sind einfach zu langsam. Mit unseren kleinen Beinchen. Ich glaube, da hinten kommt man aus dem Tal raus, oder? Was sind wir denn hier? Holy shit, ey. Das ist aber auch krass, ey. Das ist so viel. Guck mal hier. Ah, sehen wir noch gar nicht. Haha. Ey, wir brauchen echt die Karte. Eins der Sachen, die wir definitiv erledigen sollten. Ja, wobei, ich komme gar nicht dahin. So richtig. Vielleicht hier rüber einfach? Ah, sieht besser aus. Zumindest sind wir jetzt mal ein paar Etagen höher gekommen.
Müssen wir noch den ganzen Spaß absuchen. Vor irgendwelchen biestigen Viecher finden. Ist aber da eine Kiste? Nee. Ach so. Die Rocky Mountains, war das gerade ein Sandstein, Ivorok? Wirkte zumindest sehr stark danach. Okay, hier ist... Ist hier noch irgendwas oder laufe ich hier gerade den Weg komplett umsonst? Ich habe Sorge, dass halt die Anstellen wie dem hier was ist. Ich weiß nicht wohin, das ist so riesig wieder. Mann, Mann, Mann. Dachte mir. Das andere ist ja nur der normale Weg scheinbar nach unten. Zumindest so, wie es aussah. Aber was ist das hier? Sieht irgendwie deutlich interessanter aus. Gut, ich meine, einen Krog haben wir ja gefunden, ne? Muss ja reichen. Für das Gebiet. Scheiße. Oh Mann. Ich habe das Gefühl, wir haben dem. Oh. Warum meint da ist noch einer? Ich habe das Gefühl, wir haben den blödesten Spot uns ausgesucht, um unsere Erkundung weiter fortzufahren. Ich glaube, ich schaffe den Weg nicht, ne? Oh, da oben könnte ich stehen. Oh, ich bin schon runtergefallen, glaube ich. Verdammt. Na gut, dann halt nochmal von vorne. Diesmal mit weniger springen. Aber hier kann ich nicht stehen. Ja, stimmt. Kann ich wirklich nicht stehen. Das ist ja doof. Aber kann ich da hinten stehen? Habe ich vielleicht auch wieder einen Raketenschild? Nee, habe ich nicht mehr, ne? Nee. Schade. Aber da kann ich stehen. Ziemlich sehr. Oh mein Gott, wie blöd. Okay. Hier ist sowas. Das dauert mir sonst hier wieder zu lange. Das sollten wir generell öfters parat haben. Ich gehe den ganzen Weg hoch, um wieder runterspringen zu müssen. Ich glaube, da kommt gerade das Eldra aus dem Untergrund raus. Ich habe es nicht geschafft. Ich bin ja so traurig. Machen wir es eben so. Das soll wahrscheinlich auch der angenehmere Weg sein. Naja, deutlich angenehmer. Dann nochmal von vorne. Boah. Soll vielleicht meinen Monitor mal umstellen. Das ist hier sauhell.
Tada! Eine Glanzleistung. Danke, danke. Das war eine weitere Folge The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann schaut gerne in den anderen Projekten rein oder seid beim nächsten Stream dabei. Das war's von mir. Bye bye!